Und damit ein herzliches Hallo, herzlich willkommen auf meinem Channel, liebe Leute. Und mit diesen Bildern, ja, begrüße ich euch recht herzlich bei einem Let's Play von mir, Planet Coaster. Ja, ich habe es mal wieder gespielt und die Abstimmung hat ja nun gesagt, dass ihr wollt, dass ich halt Planet Coaster nicht streame, ja, streame auch, aber auch Let's Plays mache. Das mache ich jetzt. Und ich denke mal, wir werden jetzt unseren Spaß haben. Und was habe ich vorbereitet? Vorbereitet habe ich ja, ihr wisst ja, bei den Informations, bei dieser Abstimmung, die ich ja euch ans Herz gelegt habe, habe ich ja bereits euch schon mal den Park im Anfangsstadium gezeigt. Was ist hier passiert? Es ist Folgendes passiert, ich habe hier dann halt diese Überführung gemacht hier, weil ich dachte, da machst du eine Überführung. Ja, gehst du einfach mal hier so lang, so schön. Wir können uns ja mal einfach mal eine Sicht aussuchen eines Parkbesuchers, dem wir einfach mal folgen werden. Und ja, ich habe hier halt, wie gesagt, diese Brücke rüber gemacht habe. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich das auf der linken Seite dieses Fahrgeschäft gebaut habe. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und wenn, es ist auch nicht so schlimm, dann ist es halt da jetzt. Ist cool, ne? Das habe ich nämlich auch dann gemacht. Und die Steine, die halt auf der linken Seite, naja, die habt ihr, konntet ihr gerade ja nicht so sehen. Doch, gleich jetzt da. Die habe ich auch gemacht. Dann hat er ein bisschen Büsche hin platziert. Und, das habe ich gemacht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob geht der jetzt hier. Ja, okay, wir gehen einfach mal hier weiter. Dann gucken wir uns einfach mal das hier mal ein bisschen weiter an. Sieht ganz gut aus hier, der Kollege, was er uns hier so zeigt. Wir gehen einfach mal mit. Und schauen uns das einfach mal an. Ja, hier gibt es einen Imbissstand. Da geht er natürlich gleich ran. Will natürlich ein bisschen was haben. Und die Verkäuferin ist eine lustige Eule. Schaut euch diese lustige Eule an. Wisst ihr ganz einfach mal, dass es eine richtig gute Eule ist, die richtig gute Laune hat am Tag. So, aber wir wollen hier rausgehen, denn da wollen wir uns halt nicht weiter aufhalten. Und ja, wie gesagt, habe ich hier die Büsche dann halt hingemacht und so. Und hier geht's weiter. Ich weiß noch nicht, glaube, letztens zeige ich euch auch mal gezeigt hier, Imcheck hier, was? Alfredo und hier Kaspersky. Ja, hab's hier noch ein bisschen grüner gemacht und den Eingang, den kennt ihr ja. Gut, aber Leute, was haben wir heute vor? Ich habe heute Folgendes vor, dass wir hier einfach mal. Ja, denke mal, wir könnten hier ruhig mal ein Fahrgeschäft hinstellen, ne? Oder was wollen wir hier machen? Oder wollen wir hier mal so ein bisschen so ein paar Hügel, ach, ein paar Hügel eigentlich nicht, oder? Ich weiß jetzt, ich habe jetzt ja keinen Plan, was wollen wir machen? Also ich muss doch mal sagen, hier sind ja ziemlich viele Leute, die Schlange, die ist ja wirklich ganz schön lang. Das habe ich einfach mal erstmal so hingestellt, das habe ich nämlich gefunden in der Szenerie, weil ich gedacht habe, na Mensch, kannst du noch. Das kannst du aber auf alle Fälle noch gebrauchen, irgendwie so. Und jo, das nehmen wir dann eigentlich irgendwie mal für eine andere Sache. Und schauen wir mal, was wir da daraus machen. Ne? Das denke ich mal. Was ich aber jetzt vorhabe ist, ich will mal gucken, hier gibt es da eigentlich auch was Neues. Ich will mal gucken, mal in der Personal. Ich weiß nicht, Leute, wisst ihr nicht, ja, bitte hier irgendwie mal ein Update von Planet Coaster oder was? Ich finde hier einfach mal nichts Neues. Ich weiß nicht, was hier ist, aber ich finde einfach mal nichts Neues. Keine Ahnung, was ist das hier? Ist das hier was Neues? Ja, funzt nicht, macht mir. Fällt's nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen einfach mal was machen jetzt hier, oder was? Okay, wir machen einfach mal jetzt mal Folgendes. Jetzt machen wir hier jetzt weiter. Und zwar machen wir hier genau. So, das ist ein Weg. Das ist ganz klar. So, hier geht der Weg weiter. Auch klar. Das, warum ich das jetzt hier so mache, das wird er nämlich gleich sehen. Ne?
Ich finde es ganz lustig, das, was ich jetzt hier vorhabe. Das sieht aus wie so ein Schild von oben, so mit so ein, ja, wie so ein altes Ritterschild, wa? Ja. Ritterschild, okay. Baupläne. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt vorfinde, keine Ahnung. Das sind meine Baupläne. Eigentlich wollte ich jetzt einfach mal Gebäude. Das ist ja nicht meins. Wo ist das Gebäude? Baupläne. Ich wollte einfach mal. Eigentlich habe ich jetzt hier was anderes gesucht. Ich habe eigentlich doch so was ähnlich wie so eine Märchenturm. Burggasse, kleines Gebäude. Das ist alles vom Workshop hier, was man hier sieht. Achterbahnstationen. Ein Slayer. Angepasst. Baupläne, also ist eigentlich, was ist aktuell? Aktuell, wie, warum kann jetzt das hier aktuell sein? Das verstehe ich nicht, ja. Ich weiß nicht, warum das hier aktuell sein soll. Das kapiere ich nicht. So, aber wir haben ja hier was vor und ja, was haben wir hier vor? Ja, wir werden einfach mal. Ich habe irgendwie ja keinen Plan, merke ich gerade so. Aber schauen wir mal, das ist hier eigentlich ganz süß. Das ist so eine Art so eine Erste-Hilfe-Station. Wollen wir das mal hier so lassen, Kinder? Ich wollte zwar nichts nehmen von. Von diesen Bauplänen vom Workshop, aber irgendwie sieht es ganz niedlich aus, aber ich mache sie wieder weg und ich nehme nicht. So, okay. So, also was haben wir denn jetzt noch vor? Ich bin am Überlegen, echt ohne Scheiß, ich bin echt am Überlegen. Wir schauen. Und gucken. Nicht schlecht. Das geht schon wieder. Oder? Warte mal. Was waren das jetzt für Shops? Getränke. Okay, Getränke sind das. Okay. Und somit haben die Besucher erstmal wieder ein bisschen was zum Happern. Also hier wird wohl nichts passieren, weil dieses Gelände nicht so gut ist. Aber hier können wir ja irgendwie wieder irgendwie so eine Sache, die mir ja einfällt, hinplatzieren. Und da schauen wir einfach mal und da gehen wir mal wirklich mal in eine Szenerie rein. Und irgendwas machen wir. Siehst du, genau, das meine ich ja. Irgendwas machen wir hin. Und ja, das soll ja auch nicht schön aussehen. Ja, für Schönheiten haben wir hier ja keine Zeit. Ja, denn ihr wisst ja, was meine Devise ist. Meine Devise ist ja einfach mal irgendwie was zu bauen, was komisch aussieht. Jo, das ist einfach mal so. Das zum Beispiel sieht komisch aus. Und zeig mal her. Ich find's putzig, ich find's lustig. Von daher passt es schon. Und es kommt noch rüber, Leute. Richtig. Weil es eben gerade so schön aussieht. Also ich finde es zumindest cool. Machen wir das einfach mal so dahin. Zeig mal her. So, okay. Sieht natürlich, ja, ich weiß, Leute, ich habe ein Talent dafür, für komische Sachen. Aber das ist ja gerade mal jetzt das hier, dieses Projekt, was ich mir jetzt wirklich ausgesucht habe, das soll ja so aussehen. Das soll wirklich echt dämlich aussehen. Und ich finde, das sieht mehr als das aus und das soll so sein. Ja. Wir machen, wie gesagt, aus. Was ist denn das jetzt hier?
Ein Amboss. Ach, also Amboss hatten wir schon mal gehabt. Ich will ja versuchen, ich will ja wirklich versuchen, will ja wirklich versuchen, jedes Element irgendwie hier einzubauen. Jedes Element irgendwie hier einzubauen. Das haben wir auch schon mal, das haben wir nicht. So, Bob. Steinchen machen wir auch noch hin und dann ist es gut. Ja, wie gesagt, das soll nicht schön aussehen. Will ich auch ja nicht. Ich will das wirklich ohne Scheiß. Ich will nicht, dass das vernünftig aussieht. Das ist einfach mal... Jo. Ist einfach mal ein Park. Der komisch aussehen soll. Ein komischer Park halt. Das ist einfach mal so. Ist ein komischer Park. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Bänke, ne? Also, bevor wir die ganze Geschichte hier unter Wasser stellen, liebe Leute, kommen hier Bänke hin. Bänke müssen sein. Liebe Leute, stellen wir das hier hin. Stellen wir das da hin. Stellen wir das hier hin. Und wir stellen auch dahin, liebe Leute. Liebe Leute, liebe Leute. Liebe Leute, lasst euch sagen, die Uhr, die hat bald 12 geschlagen. Das ist kurz vor 12, liebe Leute. Und, jo. Sauberkeit muss natürlich auch immer sein, ist natürlich auch immer das A und O in so einem Freizeitpark. So, was ist denn das jetzt hier? Haben wir hier mal so eine kleine Oase geschaffen, könnten aber noch ein bisschen Natur könnte drin. Bisschen Natur könnte noch mit drin. Ja, kicken wir mal uns das mal ganz einfach mal hier von vorne an, hier wie das hier aussieht. Ja, genau, dich auch und dich auch und dir und dich auch. Genau so machen wir das, genau so machen wir das. Was ist denn das hier? Ich glaube, das haben wir schon irgendwo eingebaut beim Eingang, war das, ne? Guck mal, hier hat der Esche. Coole Esche. Eine Esche ist cool. So, und jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Jetzt wollen wir einfach mal ins... in diesen Terrain rein. Mal gucken, ob wir das gebacken kriegen. Das ist natürlich jetzt mit dem... Ist natürlich jetzt mit dem natürlich stehen dann höchstwahrscheinlich diese Bäume und alle, die stehen dann höchstwahrscheinlich. Hab ich mir schon gedacht. Ach, Kacke. Das habe ich mir genauso gedacht, dass das so passiert. Also müssen wir das erstmal wieder alles mal ein bisschen versuchen rückgängig zu machen. Gut, okay, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. So, okay, dann geht das nämlich hier auch nicht. Sag mal her. Steht die noch da? Die steht genau noch da, okay. Kann man hier nichts drin machen? Okay, hier. Bim, 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 bim. Okay, hier auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Aber ist natürlich kacke, weil das sieht natürlich nicht so gut aus. Also müssen wir das natürlich wieder wegmachen, natürlich, natürlich. Und ja, hier, der Baum steht auch noch so ganz gut drin. Das können wir hier lassen. Du bist natürlich nicht, wissen, du stehst ja, was ist denn mit dir? Ach, die Palme nehmen wir auch weg. Zeigt natürlich, was ihr macht, was ich ja nicht so unbedingt machen wollte. So, die Stärke ist okay, die Größe, müssen wir natürlich mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was hinkriegen. Einfach nochmal gucken.
Jetzt haben wir hier Wasser drin, okay. Da haben wir auch Wasser drin. Was ist denn hier? Ja, warum kriegen wir denn hier kein Wasser rein? Na okay, ist ja nicht so schlimm. So, und sieht's doof aus? Okay, das wird ja hier, das ist zwar ein bisschen jetzt ein bisschen hoch, aber wird ja hier gehalten. Gut, zeig mal hier. Okay, das steht auch ein bisschen nach oben. Oh Gott, alter Scheiß. Warte mal, Kinder. Ach Gott. Gut, dann lassen wir jetzt so, dann ist das ein bisschen hoch. Zeig mal her. Du, das kommt eigentlich ja nicht mal so scheiße. Warte, wenn es ein bisschen hoch ist hier. Schlecht. Naja. Also haben wir hier schon mal wieder eine kleine, ja, Oase geschaffen. Und das sieht nicht schlecht aus. Obwohl es ja nicht so gut aussehen soll. Ja, das soll ja wieder nicht so schön aussehen. Ist es ja eben gerade. Kann hier noch ein bisschen was anpinseln, tak, 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 tak. Ja, das sieht nur, als ob hier jetzt ein Fels rausragt oder so. Ist natürlich nicht schlecht. Hier auch, machen wir natürlich auch, ne? Machen wir auch. Machen wir hier auch. Und machen wir natürlich hier. Moment! Hau ihn wieder ab, du! Machen wir natürlich hier auch. Wa? So, aber Leute, das sieht mir trotzdem nicht schön aus. Es fehlen einfach mal noch Büsche. Ja, ist so. Da fehlt eine Büsche. Wenn irgendwas fehlt, wenn man fehlt, bin ich dafür da. Dann kommt der Büsche hin. Das soll ja auch ein bisschen schicker aussehen, finde ich. Nicht, dass das jetzt irgendwo rumschwebt. Das kannst du da lassen. Das sieht auch schön aus. Guck mal hier. Guck mal hier. Da muss jetzt nicht unbedingt was hin. Da muss jetzt nicht unbedingt was hin. Zeig mal her, wie sieht's denn aus? Ja, aber ich finde, das sieht ja nicht mal so scheiße aus. Gib mal hier. War? Hier noch ein bisschen da. Kleine Palme hier oder ja, was ist das? Ja, das ist ja eine Palme, war? So, ich denke mal, dann sieht's nämlich nicht schlecht aus. Das können wir hier auch ein bisschen einbauen. Mit Sträucherdingens. Oh, das ist aber schick. Das hat man nur mit der Hätten, wo der Dings war, war? Hat man nicht da gehabt, wo der Dings da war? Dings da war? Der Drache? Jo, lassen wir einfach mal da. So, jetzt gucken wir uns mal irgendwie so wieder so eine kleine Szenerie aus. Wo ich wieder was nehmen möchte, was doof aussieht. Quatsch. Och, Quatsch. Ach, hier so ein kleiner Brunnen wäre doch ja nicht mal so schlecht. Ne? Hier einfach mal so einen kleinen Brunnen. Genau dahin gestellt. Genau dahin gestellt. Und guck ja, die Bank ist da eine schicke. Das ist aber eine schicke Bank hier, guck mal. Das kann so bleiben. Das ist ja eine schicke Bank. So. Check mal her mit dem Brunnen. Ja, ist okay. Was ist das? Kann man die Tür aufmachen? Wie gesagt, Leute, ich möchte ja ein bisschen so, alles mal ein bisschen so, dass alles überall, alle von allen mal was dran ist. Bogenschützenzieher, was ist das denn? Bogenschützenzieher. Kann man denn das Bogenschützenziel-Dingens hinstellen. Sag mal, ja, hier das hier oben drauf. Jo, lassen wir. Bogenschützen-Dings ist hier oben drauf, kann bleiben. Was? Kann echt bleiben? Verschieben wir das mal das Ganze ein bisschen? Oh nee. Oh nee. Ach. Oh, wieder ein kleiner Gag hier am Rande, wa? Geht nichts?
Aber wenn er mich kennt, das war noch nie gewesen. Da muss noch was drauf. Kann ich denn da noch aufstellen? Irgendwas muss hier noch auf. Bisschen Kacke. Cool. Mehr. Das ist so lustig hier. Cool, das lasse ich so. Ah, oh, ist putzig. Ich finde das schon mal so ulkig. Hm. Was willst du denn hier? Sag mal her. Wie liegt das? Ist doch so eine Kacke. Ist das nicht eine Truhe oder was? Ja, lassen wir so. Und eine Laterne könnte hier eigentlich auch hin. Hopp, siehst du. Haben wir da alle. Das ist das süß. Ich finde das sieht echt knallig aus. Ich finde es einfach mal wirklich gut. Wir können mal das große Ding hier wegmachen. Also ich finde es gut. Wir haben wirklich so viele, die schaffen schon. Obwohl ich zu Anfang überhaupt keinen Plan hatte. Hier können wir noch ein bisschen ein paar Sträucher machen. Das rote sowas, das rote hatten wir hier noch ja nicht so, wa? Fällt mir gerade so auf. Dann machen wir das hier ein bisschen so hin. Und dann ist es gut. Das ist ja auch eine geile Scheiße hier. Guck mal. Das ist doch auch was Schönes, ne? Guck mal hier. Wa? Ja, ist doch was Schönes hier, wa? Leute, guck mal einer an. Ich buche hier alles voll. Das soll ja richtig scheiße aussehen, in Anführungsstrichen. Ihr wisst, das ist kein schöner Park. Ja. Na, du bist ja auch eine Putziersau. Hey, hallo. Cool, Junge. Ja, aber irgendwie ist denn... Warte mal, ich muss mal hier mal ein bisschen noch am Terrain. Putschen, 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 putschen. Hier die Ecke ist mir auch noch ein bisschen zu wenig. Was ist denn das da? Schrott. Nee. Haben wir ihn hier noch nie gehabt. Ich denke mal, das ist so okay. Das ist nicht hier eine... Ach du Scheiße. Na, ist ja auch egal. Ja. Ich sehe gerade diese Wölbung hier, aber nicht, dass sie auf die Schnauze fallen hier. Muss ja natürlich ohne hier sein, wa? Und Leute, was haben wir geschaffen? Genau, wir haben diese Sache heute geschaffen. Vorher, wie gesagt, überhaupt gar keinen Plan gehabt, aber meistens kommen ja die Pläne, denn die kommen ja dann urplötzlich. Ja? Urplötzlich. Des Weiteren gucken wir, einfach mal an, was hier gibt. Gibt denn das hier was Neues, ey? Gibt nichts Neues? Verstehe ich nicht. Lass mich mal wissen, ob da irgendwann mal ein Update, Update gibt. Ich hab nämlich überhaupt keinen Plan. Was ist das denn? Ach, du kriegst die Tüne zu. Das ist ja mal was Geiles, wa? Aber dazu kommen wir später. Leute, ich denke mal einfach mal, wir haben heute mal was... Ich hab euch hier mal ein bisschen was gezeigt, wie das aussieht hier wieder bei mir. Ja, es geht voran. Ja, nächste Mal werden wir mal hier ein bisschen rüber, ein bisschen rumfummeln. Und mal gucken, ob wir da irgendwie was in der Reihe kriegen. Ja, ansonsten, wie gesagt, doofe Sachen, wie jetzt zum Beispiel das hier, können auch gut aussehen auf eine Art. Ich bin... Ja, hellauf begeistert. Zu Anfang hatten wir ein paar Probleme gehabt, wie gesagt. Und haben noch was ganz, ganz Nettes hier erschaffen. Ich finde es nicht schlecht. Und mit diesen Bildern werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Bis bald und bis demnächst, sagt der Mischer. Also dann, bis bald.